Hallo und herzlich willkommen zur Antwort auf die Frage, was ist Area Sinus Hyperbolicus X? Nun, dazu müssen wir uns erstmal überlegen, was ist der Sinus Hyperbolicus X? Und wir wissen, Sinus Hyperbolicus X ist definiert als e hoch x minus e hoch minus x halbe. Das ist die Definition und der Area Sinus Hyperbolicus ist die Umkehrfunktion vom Sinus Hyperbolicus. Und bei der Darstellung sieht man, dass diese Funktion bijektiv ist. Das heißt, die Umkehrfunktion existiert tatsächlich eindeutig. So, und jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Und dazu müssen wir erstmal das Ganze so darstellen, dass wir sagen, wir haben das hier ist unser y und wir müssen das hier dann nach x auflösen. Und jetzt ist die Frage, wie wir das tun. Nun, das ist ganz einfach. Zunächst einmal multiplizieren wir das Ganze mit 2 und subtrahieren das. Das heißt, wir haben e hoch x minus e hoch minus x ist 2y. Als nächstes multiplizieren wir das Ganze mit e hoch x. Und dann haben wir e hoch 2x minus 1. Ist dasselbe wie 2y mal e hoch x. Wir erinnern uns, wir wollten nach x auflösen und dann bringen wir das 2y e hoch x auf die andere Seite und erhalten e hoch 2x minus 2y e hoch x minus 1 gleich 0. So, das ist ein typischer Fall für eine Substitution. Das heißt, wir substituieren w gleich e hoch x oder w Quadrat gleich e hoch 2x und wir erhalten eine quadratische Gleichung Niveauklasse 8. W Quadrat minus 2y mal w minus 1 gleich 0. So, jetzt wenden wir die Mitternachtsformel an. W 1, 2 gleich minus b, das ist 2y plus oder minus die Wurzel aus 2y zum Quadrat. Minus 4ac minus 4a ist 1, c ist minus 1, also plus 4 halbe. So, und das hier, das ist, da kann man noch ein bisschen vereinfachen. Wir sehen hier die 2 und die 2 auch unter der Wurzel. Das ist 2y plus oder minus die Wurzel aus 4 mal y² plus 1 halbe oder y plus oder minus die Wurzel aus y Quadrat plus 1. Das ist jetzt das w. Jetzt müssen wir rücksubstituieren und wir erhalten w, also e hoch x, gleich y plus oder minus die Wurzel aus y Quadrat plus 1. Und wenn wir jetzt diesen Summanden hier hinten anschauen, stellen wir fest, das ist größer als y. Y minus etwas, was größer ist als y, ist sicher negativ. E hoch x ist sicher positiv. Das heißt, der negative Teil fällt weg. Können wir weglassen. Und wir können jetzt nach x auflösen. Genau dann, wenn x ist dasselbe wie ln von y plus Wurzel aus 1 plus y². Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter reinschauen, sehen wir das hier, das Wurzel 1 bis y² ist eine Hyperbel. Hier steht Sinus Hyperbolicus x, das heißt, das ist direkt verwandt miteinander. Und das hier ist Area Sinus Hyperbolicus y. Und daraus folgt, dass Area Sinus Hyperbolicus x ist dasselbe wie ln von x plus Wurzel aus 1 plus x². Und das ist dann die Herleitung dazu.